Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transient World 5, denn ich spiele das hier auf dem PC. In der letzten Folge ist unsere BR101 Expert ja defekt oder hatte ein Defekt entwickelt, weswegen wir dann ja zwischen Augsburg und München-Pasing gestrandet sind auf offener Strecke. Und immerhin konnten wir jetzt mit Hilfe der BR218 Doppeltraktion den Zug hier bis Pasing bringen, damit die Fahrgäste aussteigen können und einen hier befindlichen Ersatzzug einsteigen können auf der Fahrt nach München und weiter nach Rosenheim-Salzburg. Und wir müssen aber jetzt hier unseren defekten Zug, weil auch der Steuerwagen defekt ist, komplett in die Abstellung bringen, wovon er dann später nach München ins DB-Werk gebracht wird, um dort zu untersucht zu werden und so weiter. Das ist jetzt erstmal unsere Aufgabe und dann unseren Zug weiter nach München zu fahren und als nächstes dann in der nächsten Folge dann auf die Strecke Rosenheim-Salzburg von Rosenheim bis nach zu seinem Endziel Salzburg zu fahren. Genau, wir machen jetzt hier mal ein schickes Foto, würde ich sagen, von der ganzen Situation und werden dann mit unserem Zug hier an den defekten Zug. Mit unserer BR218 ja an den defekten Zug ankoppeln und den dann, wie gesagt, aufs Abstellgleis bringen. So, das machen wir mal kurz in der Außenansicht. Gehen da mal kurz hin, koppeln das Ganze an. Route habe ich schon gelegt. Genau. Zack. So, wir machen hier natürlich noch die Spitzenlichter an. Dies machen wir auch vorwärts. Genau, und da müssen wir jetzt noch eine Route legen. Das hatte ich eigentlich schon gemacht, aber naja, lassen wir das. Die müssen wir wahrscheinlich gleich entfernen, weil wir sonst kein Meter weiterkommen. Die wollte ich hier hinpacken. Genau. So, genau, wir haben grün. Das heißt, wir lösen die Bremse. Und lassen die Zugsicherungssysteme jetzt mal weg. Und um da mal hier wegzukommen. In die Abstellung. Wunderschön. Das klappt soweit. Ja, ihr seht auch, der Zug ist leer, keine Fahrgäste mehr drin. Sicherheitssysteme lassen wir jetzt, wie gesagt, mal weg. Dann fahren wir hier schön geschmeidig ins Nebengleis. Wunderschön. Wunderschön. Da fahren wir raus aus München. Pasing.
20 ist hier nur. Wahnsinn. Oh, im Hintergrund kommt ein weiterer IC reingefahren. Ihr seht das? Steuerbank voraus. Oder war das im Sandwich? Ich habe es gar nicht so genau gesehen. So, da sind wir schon angekommen im BW, wo wir unseren defekten Zug abstellen werden. Wunderschön. Ich hoffe, der passt komplett aufs Gleis. Sehr, sehr schön. Das sieht doch sehr schön aus. Gut, dann können wir hier hingehen, das Ganze abkoppeln. Dann die 218 hier auch parken. Sehr schön. Die fahren wir dann vielleicht ein Stück weiter. Wobei, die können ja eigentlich auch da dran stehen bleiben, oder? Schauen wir mal. Jetzt muss ich mal kurz auf die Karte. Auf den Kripo und auf die Karte gucken wir mal. Hier sind wir. Ja, wir könnten eigentlich hier stehen bleiben. Ja, bleiben wir auch. Dann machen wir folgendes: Dann machen wir hier aus. So, Motor aus. Motorrad vielmehr. Ich glaube, ne, da muss das ja auf Vollholz bleiben. Getriebeleistung aus. So, dann den aus. Genau. Aus. So. Bremse ist angezogen. Genau. Der Waschhalter ist auf. Gut, da sind wir soweit. Können wir hier eigentlich dicht machen? Genau, die haben ihre Arbeit erledigt. Können wir soweit erstmal abspeichern, würde ich sagen. So, dann gehen wir auf die Karte. Denn wir machen jetzt Trick 17, das ist ja das Schöne an dem Spiel. Gehen einfach hier wieder zum Phasing hin. So, da müsste ja hier unser Ersatzzug stehen, da steht er glaube ich sogar. Ja, ach, sehr schön. So, Türen sind noch geöffnet, die Fahrgäste dürften ein- und ausgestiegen sein. So.
Hier habe ich auch soweit alles eingestellt. Perfekt. Ach, ich liebe es, wenn der Plan funktioniert. So, die Spitzenlichter sind eingestellt. Ja. So, dann müssen wir uns jetzt eine Route legen, und zwar nach München. Wo sind wir denn jetzt? Ist das der Steuerwagen? Wo sind wir denn jetzt? Wir sind da. München ist da. Da müssen wir Steuerwagen voraus. Dann sind wir hier komplett verkehrt. 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 Weil wir müssen dann Steuerwagen vorausfahren. Wir sonst nicht nach München kommen. So. Ist natürlich auch den falschen Panto gehoben. Gucken wir gerade auf. Ach, wie ging das denn jetzt nochmal? Welchen hat er denn jetzt gehoben? Den falschen. Also, das Ganze zurück. Ach, ist das alles komplizierte Scheiße. Hat er beide gehoben oder wie? Egal, wir gehen in den Steuerwagen. Ach ne, die Lok muss ich ja wenn dann schon noch anmachen. Türen schließen. Schließvorgang eingeleitet. Dann gehen wir in den Steuerwagen. Wie gesagt, wir passen ja auch nicht ganz ans Gleis dran, wie ihr seht. Deswegen müssen wir ein wenig laufen, bis wir da im Steuerwagen sind. So. Die sind ein, sehr gut. So, dann müssen wir hier natürlich hingehen, das Ganze jetzt einstellen. Und zwar 1. Ach Quatsch. Doch, nee. Nee, 9. Genau, 18. Nee. 20, ne, 18. Genau, 26 sind wir mit Sicherheit und 22. So. Dann setzen wir uns hin. Ja, Lokomotive haben wir ja eingestellt.
Oder? Ach so. So. Haben wir jetzt auf der Lok das? Haben wir doch gemacht, oder nicht? Meine Güte, was eine komplizierte Kram alles hier. Schließvorgang eingeleitet. Ey. Vorgang eingeleitet. Schließvorgang eingeleitet. Ey, gibt's doch jetzt nicht. Jetzt komme ich nicht mehr aus der Tür raus. Ey, das glaubt dir kein Mensch. Meine Güte, Leute, wisst ihr was, ey? Manchmal nervt das alles, ehrlich. Schließvorgang eingeleitet. Schließvorgang eingeleitet. Ey, wisst ihr was? Ich habe keine Lust mehr, ganz ehrlich. Ich habe einfach keine Lust mehr. Das gibt es doch nicht! Ich drehe noch durch. Ist die Tür nicht mehr los? Das gibt dir, das glaubt dir kein Schwein, ehrlich. Ganz ehrlich, ich habe echt, da machen wir es anders. Machen wir es einfach anders. Ich habe die Schnauze voll. Was ein Blödsinn manchmal, ehrlich. Wieso? Sorry Leute, aber das ist manchmal so eine Scheiße, ehrlich. Ey, das ist der Horror manchmal, ehrlich. Manchmal ist dieses Spiel wirklich der Horror.
AFB, AFB, AFB. Einfach nur der Horror manchmal. Ach ja, das ist ja schon vergeben. Ach, in dem anderen, den ich gerade entfernt habe. So, Route legen. Jetzt sag bloß, wir kommen nicht nach München. Ich drehe durch, das gibt's doch jetzt nicht. Da, fahren wir halt da. Ich habe jetzt echt die Faxen, die grünen Abfahrt. Leute. Ja. Das jetzt wieder. Die genau den gleichen Defekt gibt's doch nicht. Zugbeeinflussung, Zugbeeinflussung. So. Natürlich ordentlich Verspätung. Sorry Leute, dass das manchmal ein bisschen kompliziert ist, aber man muss sich da selber erstmal reinfuchsen. Das ist gar nicht immer so einfach, weil das Spiel manchmal einen ziemlich herausfordert, das mal geschmeidig auszudrücken. Aber es hat ja doch irgendwie noch funktioniert, einigermaßen zumindest. Ach, hört mal, der ICE3 fährt auch los mit dem Soundmod. Ach, ich liebe es! Wunderschön. Ups. Meine sehr verehrten Fahrgäste, aufgrund eines Defekts an unserem ursprünglichen Zug haben wir nun eine Verspätung von circa über einer Stunde, von circa 70 bis 75 Minuten. Unser nächster Halt ist München Hauptbahnhof. Planmäßige Ankunft 19.15 Uhr. Tatsächliche Ankunft 20.30 Uhr. Nach einem kurzen Aufenthalt in München Hauptbahnhof fährt unser Zug weiter nach Salzburg Hauptbahnhof mit Halt in Rosenheim Hauptbahnhof. Wie gesagt, mit einer Verspätung von ca. 70 bis 75 Minuten. Wir bitten dies zu entschuldigen.
Fahrt. Sehr verehrte Fahrgäste, wir erreichen dann in Kürze München Hauptbahnhof. Wir verabschieden uns von all denjenigen, die hier aussteigen, aus- oder umsteigen, und wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Für eventuelle Unannehmlichkeiten durch die hohe Verspätung bitten wir Sie um Verständnis. Auch sieht man Flirt. Dieser Zug fährt nach einem kurzen Aufenthalt im München Hauptbahnhof weiter nach Rosenheim Hauptbahnhof und schließlich Salzburg. Wunderschön, mindestens das klappt jetzt. Ohne irgendein Defekt oder sowas. Meine sehr verehrten Fahrgäste, wir erreichen München. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Vielleicht doch so. Ein Stück vorfahren. Was? Ich weiß nicht, was mit der 101 los ist, ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. So, das war das. Wenn wir die Türen öffnen. Und dann war das unsere Fahrt, unsere wilde Fahrt von Pasing nach München im Ersatzzug. Ja. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts, warum das hier wieder nicht geht. Naja, lassen wir das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ähm,
Passt auf euch auf, habt noch ein schönes Wochenende, habt einen schönen Sonntag, einen schönen Montag, eine schöne Woche. Wie gesagt, die nächste Fahrt dieses Zuges wird dann auf der Strecke Salzburg-Rosenheim stattfinden, von Rosenheim nach Salzburg, wo dann unser Zug auch enden wird. Das war dann unsere wilde Reise mit dem EC 1015, woraus jetzt der EC 1017 geworden ist. Genau. Ich finde, sowas kann man wirklich öfter mal machen. Also wie gesagt, ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich kann das auch gerne in die Community posten, wenn ihr das wollt. Und dann könnt ihr darüber abstimmen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr Feedback da lasst. Weil das hilft auf jeden Fall immer. Mir zumindest. Und weil dann weiß ich, dass ich alles richtig mache. Oder eben auch nicht. Ja, so viel erstmal dazu. Ich hoffe wirklich, euch hat diese ungewöhnliche Folge gefallen. Das würde mir persönlich oder mich persönlich sehr freuen. Genau. Ja, das war's erstmal mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch wie gesagt gefallen. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedingspieter, haut rein. Ciao, servus. Und tschüss.